Ja, also als Zuschauer konnte ich schon relativ viele positive Impulse mitnehmen. Ich habe ja andere Vorträge gehört, die ich dann nicht selber gehalten habe. Hochspannend, wie etablierte Marken geführt werden, wie jüngere Marken geführt werden. In einem tollen Ambiente hier, Wetter spielt mit. Bin rundum zufrieden. Nein, also die Location erstmal ist wunderbar. Wenn man weit vom Schuss ist, ist man wie hier, ländliche Region, schöne Luft, dann noch mit dem See dabei, ist ganz wunderbar. Wenn jetzt noch irgendwann die deutschen Netzbetreiber es schaffen, dass schnelles Internet und schnelles mobiles Internet in diese Region vordringen kann, dann ist man als junger Unternehmer wunschlos glücklich. Das sind eigentlich verschiedene Sachen, wenn man so will. Es gibt ja im Innenverhältnis viel Logik, viel Komplexität. Das braucht aber keinen interessieren, außer die Leute im Innern halt, die dieses ganze Ding führen, aufbauen und darin mitarbeiten. Was die Marke dann zum Kunden hin später angeht, ist es ja ein anderes Thema. Und ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, eine Marke synthetisch und künstlich immer weiter aufzuladen oder eine Story dazu zu erfinden. Das durchschaut der Kunde in Zeiten von Social Media und in Zeiten vom Internet einfach auch viel zu schnell. Es muss eine authentische Story dahinter sein. Und wenn die Story authentisch ist und gut ist und das Produkt am Ende des Tages wirklich auch noch nach vorne bringt, wie wir das ja heute auch mehrfach schon gehört haben, ja, dann hat da auch jeder was von. Und dann ist es auch gar nicht, das muss keine gekünstelte Story, keine gekünstelte Emotion, sondern einfach genauso, wie man sich das als Unternehmer vorstellt.